Seit den 80ern sind BMX-Räder bei Jugendlichen populär. Auch heute ist der Hype um die 20-Zoll-Fahrräder ungebrochen. BMX fand seinen Ursprung damals auf Dirtstrecken, auf denen Rennen ausgetragen werden. Doch der Trend ist mittlerweile ein anderer. Immer mehr BMXer entdecken das urbane Umfeld für sich und tauschen dreckige Dirtstrecken gegen saubere Halfpipes. Einen ähnlichen Wandel hat der Geländewagen durchgemacht. Er heißt jetzt nicht mehr Geländewagen, es ist jetzt ein SUV. Und immer mehr Kunden fahren den hauptsächlich in der Stadt. Ob er aber immer noch im Gelände gut ist, schauen wir erstmal, bevor wir in die Stadt fahren. Den Tiguan sieht man nicht nur an, dass er für Offroad-Strecken geschaffen ist, er lässt es den Fahrer auch spüren. Das SUV wird vornehmlich über die Vorderachse angetrieben. Sobald jedoch Traktionsverlust droht, schaltet sich das adaptive Allradsystem 4Motion ein und setzt zusätzlich die Hinterachse in Bewegung. Der Berg hier, der sieht natürlich schon mal ordentlich respekteinflößend aus, aber mit ein bisschen Schwung, oh, kommt man hier auch locker hoch. Puh. Optional gibt es die Möglichkeit, eine spezielle Offroad-Frontpartie zu bestellen, mit der sich der Böschungswinkel erhöht. Nützlich bei unübersichtlichen Hindernissen die Kamera mit Rundumsicht. Schön langsam und gesittet runterfahren, weil wir natürlich nicht so viel Federweg haben. Weil wenn man sich ein bisschen Zeit nimmt, dann kann man hier auch durchaus mit dem Tiguan mal eine Treppe runterfahren. Genug jetzt von dem Dreck hier auf der Piste. Wir haben für unseren Tester einen sauberen Tiguan für die Stadt vorbereitet. Dieser silberne hat nicht die optionale Offroad-Frontschürze. Der neue Tiguan ist der erste seiner Art, der auf dem modularen Querbaukasten aufbaut und hat einen langen Radstand mit kurzen Überhängen. Unser Tester steigt in den silbernen Tiguan um und macht sich auf den Weg in die Berliner Innenstadt. Der modulare Querbaukasten bringt Vorteile, von denen nun auch der Tiguan profitiert. Neben geringeren Entwicklungskosten soll das Gewicht sinken und die Effizienz steigen. Die von uns getestete Version wird vom 2 Liter TDI-Motor mit 110 kW angetrieben und hat dabei einen Verbrauch von 5,7 Litern auf 100 Kilometer. Volkswagen möchte die Gene des Tiguan verwenden, um daraus eine ganze Produktfamilie entstehen zu lassen. Neben einer Langversion für die Überseemärkte ist auch ein Crossover-Lifestyle-Modell in Planung. Also was mich beim Tiguan in der Stadt wirklich überrascht hat, ist, wie komfortabel er ist. Bei den meisten SUVs, mit denen ich bisher unterwegs war, hatte ich immer das Gefühl, dass das Fahrwerk viel zu straff gefedert ist. Im Tiguan ist das gar nicht so. Es ist sehr ausgewogen und man kann ja immer noch über den Drive-Mode-Schalter und mit Dynamic Chassis Control das Ganze in den Komfortmodus schalten. Und dann ist es natürlich richtig dahingleiten, ohne irgendwelche Probleme. Das ist eine der großen Stärken der modernen SUV. Sie sind sehr vielseitig und verbinden Geländetauglichkeit mit guten Fahreigenschaften auf asphaltierten Wegen. Auch wenn der Tiguan mich jetzt nicht zum SUV-Fan gemacht hat, hat er mich dennoch mit seinem Fahrverhalten im Gelände und auch mit seinem Komfort in der Stadt positiv überrascht. Und dementsprechend würde ich jedem SUV-Fan auf jeden Fall den Tiguan empfehlen. Der neue Tiguan ist ab 25.975 € in Deutschland erhältlich. Unser Testwagen kostet um die 40.000 €.